Einen 500er Roller mit B-Führerschein fahren. Diese Möglichkeit bietet sich Autofahrern bei der Piaggio MP3 500. Noch dazu handelt es sich hier um einen Roller mit zwei Vorderrädern. Ein Konzept, das viele Vorteile bietet. Durch die doppelten Vorderräder verringert sich der Bremsweg um rund 30%. Und im Kurvenverhalten, wenn es einen instabilen Untergrund gibt, ist das Wegrutschen des Vorderrades keine Gefahr, weil es sich verhält wie bei einem Auto, dass es ein Untersteuern gibt, das Fahrzeug fängt sich wieder und man fährt einfach weiter. Die beiden Vorderräder sind es auch, die den B-Schein ermöglichen, sind sie doch in dieser MP3-Version in entsprechender Spurverbreiterung montiert. Außerdem gibt es eine Fußbremse, die auf alle Räder wirkt und modifizierte Leuchten. Die MP3 500 ist mit ihren 40 PS ordentlich motorisiert und nimmt dank großzügigem Staufach einiges an Gepäck mit. MP3 üblich können im Stand die Beine am Roller bleiben. Fürs Gleichgewicht sorgt die Technik. Wer glaubt, die B-Schein-Version der Piaggio MP3 kommt nur mit der Motorrad-Vignette aus, der irrt. Hier muss die höherpreisige PKW-Vignette geklebt werden. Vergleichsweise teuer ist das dreirädrige B-Schein-Vergnügen ohnehin. So kommt der 262 kg schwere Roller auf mindestens 9.700 Euro Listenpreis. Zu Redaktionsschluss sollten es dank einer Aktion nur noch 8.999 Euro sein. Somit siegt die MP3 im Duell mit einem Kleinwagen in den Kategorien Parkplatz, Stausituation und Fahrspaß. Beim Kaufpreis bleibt bestenfalls ein Unentschieden.